Wupp, rennt er. Der ist schlecht flöten da. Oh, setzt der früh ein. Jo, der gibt auch Vollgas, ne? Und voll in die Eisen. Ja, nochmal die Bremse auf Temperatur bringen. Wäre aber auch lustig, dass du ein Bremsversagen haben kannst in dem Rennen. Ja, genau, du fährst einfach weiter geradeaus. Nein, 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 dass dir halt im Rennen auf einmal kommt die Meldung, pass auf deine Bremsen auf, sie laufen zu heiß, deine Bremsen, deine linke hintere Bremse ist kaputt gegangen oder sowas. Hm. Immer am chaotischsten. Ne? Besonders wenn sich so ein kleiner Bottas da zwischen uns drängt. Und mich jetzt ausbremst! Gott, wie fahre ich denn hier? Bin ich behindert oder was? So! Jetzt bin ich erstmal schnell eine Runde hageln wahrscheinlich. Diese zweite Kurve, ey. Da komme ich immer so schlecht raus. Boah. Kann die hier die Kombination, die finde ich irgendwie nicht gut. Weil die eigentlich einfach ist. Ja, aber es ist halt, du bremst recht spät, also der Bremspunkt ist sehr spät da eigentlich. Oh, was mache ich denn? Sich verbremst? Nee, zu früh eingeleckt und einmal schön über die Wiese erstmal gefahren. Mit den anderen, wo bleiben die? Ich hab die... Doch, die sind eigentlich auf schwer gestellt, also... Pass auf, in der nächsten Schwierigkeitsstufe sind die dann so extrem, dass du gar nichts mehr machen kannst gegen... Ja, weißt du, ich habe ja nichts dagegen, wenn mich jemand überholt, ja? Mhm. Aber wenn er dann auf einmal so langsam wird, dass er mich wirklich ausbremst, ich aber nicht vorbeikomme, weil einfach halt links und rechts der Mauer ist, dann... Sorry, also... Naja, muss nicht sein.
Gar keinen Hunger habe ich. Hm? Hörst du es? Nee, ich rede gerade mit meiner Mom. Was so? Okay, jetzt ist er. Meine Damen und Herren, der große Preis von Kanada und mein Frontflügel ist noch nicht kaputt. Beschwör das lieber nicht. Ey, meine roten Reifenstrategie ist schon öfters aufgegangen, Zatonix. Was? Meine Reifenstrategie ist schon mal ab und an mal aufgegangen hier. Ach so. Also, wenn ich wieder nicht gleich irgendwo anecke und mir das Ding abfahre da vorne. Und Stops machst du denn? Ja, Stops muss ich gleich viel machen. Aber vielleicht gehe ich auch nicht. Also er hat mir halt gerechnet, dass ich einmal, was war's? Ich glaube mal nachschauen. Ich habe jetzt rot drauf. Ich glaube einmal rot und zweimal super soft, ultra soft. Bei dir wird es wahrscheinlich anders sein, oder? Ich glaube, ich mach ultra soft rot, ultra soft. Ja, der hatte mir, glaube ich, zum Schluss ultra soft, rot, also super soft gesagt. Aber ich mach, wie du jetzt gesagt hattest. Also lila, rot, lila. Ja. Hab ich vorhin auch in Österreich so gemacht. Oh, meine Reifen, ey, die haben keine Muskeln mehr. Runde 6. Ja, ich bin auf 31% irgendwie. Das ist ziemlich rutschig auf jeden Fall. Fast noch verpennt zu brennen. Diese erste Kurve, ey. Kommt da mit dem Einlenken irgendwie nicht klar. Zeit gekostet. Ich verliere auch viel Zeit in manchen Kurven durchs Rumrutschen. Gleicht sich wahrscheinlich dann aus. Ja, die Wand ein bisschen berührt. Solange niemand die World of Champions küsst, ist alles gut. Erkennst du eigentlich diese Schilder, die sie da immer raushalten? Für die Zeiten, ne? Ja, diese Boxentafel. Keine Chance. Gell? Ich will's ja nett gemacht, da steht ja auch wirklich Zahlen drauf, aber keine Chance bei der Geschwindigkeit, das zu lesen.
versuche jetzt nochmal drauf zu achten, aber... Ich glaube nicht, dass es was bringt. Oh, die Kurve habe ich verkackt. Ne. Keine Chance, gell? Da muss man ganz langsam vorbeifahren. Erstmal bremsen. Wie schnell fahre ich jetzt? So, einmal. Große Pommes. Knallsinn. Eine Cola. Und eine Apfeltasche. Habe ich noch nie bei McDonald's gegessen. Ich auch nicht. Ich war auch schon lange mehr da. Ja, wir haben halt wenig Auswahl bei uns in der Mall, deswegen, ja. Erstmal Mc's. Ja, so ein Rap. Ich finde die Raps echt geil, die sie haben. Ich habe bis jetzt auch nur hier Big Mac gegessen, Cheeseburger, Hamburger und mal den Chicken Burger, der finde ich auch ganz gut. Was geil waren letztes Jahr, diese Frühlingsrollen, die sie hatten, die waren Hammer, ey. Ich gar nicht. Weiß, klingt blöd bei McDonald's Frühlingsrollen, aber die waren wirklich cool. Was macht eigentlich dieser gelbe Punkt da auf der Strecke? Hier bei Startsee. Ist das der Punkt für die Boxeneinfahrt oder Hinweis? Nee, DRS ist weiter vorne, ja. Ist ja auch noch mal ein grüner. Ja, stimmt. Oh, fuck. Die Kurve habe ich komplett verkackt. Ja, hatte ich in der Runde davor auch. War nicht gut. Wie sehen denn meine Reifen aus? Oh, es geht. In der nächsten Runde auf jeden Fall in die Box. Ja, definitiv. Das ist mehr Driften hier. Von 300 auf 80 ist. Ja, ja. Ja, guck mal, vorhin waren sie schneller mit dem Boxenstopp. Also in Österreich.
So, Konzentration jetzt. Hör auf, so einen Stuss zusammenzufahren. Was soll denn das? Diese scheiß erste Kurve, ey. Das ist nicht deine, ne? Überhaupt nicht. Und man keine Punkte mehr auf der Karte oder so. Super, geil. Was denn? Ich habe eine Zeitstrafe bekommen. Kürzt du hier mal ab in der S-Kurve, oder? Naja, ich fahre halt manchmal ein bisschen zu weit über den Zeitstreifen. Also gar nicht in der S-Kurve, sondern in der ersten, wo du nach rechts fährst. Weil ich halt extrem nah am Rand eigentlich. Und das mag er irgendwie nicht ganz so. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Dann kommen wir wieder raus. Und jetzt bestimmt viele in die Box, oder? Ja, da wir so einen riesigen Abstand haben, ist das, ja, glaube ich, mal dahingestellt. Ja, schauen wir mal.
Fahrbahn in der Box. Jetzt interessant. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. So, Ericsson, lass mich jetzt bloß schnell vorbei, weil sonst werde ich wahnsinnig. Der hat mich im Qualifying total behindert. Man muss aufpassen, das ist eine richtige Drecksau. Oh, fuck, ey. Bin ich bei dem schon wieder, wegen meinem Ausweichen, bin ich voll wieder rausgefahren. Der Pulk, ich hab keinen Bock auf den Pulk. Scheiße, Palma und Alonso direkt neben mir. Hm. Palma, okay, hat mich gleich überrunden lassen. Alonso vor mir. Wow. Hui, war das knapp. Ich bin das jetzt ganz gut durchgekommen. Weil ich krieg's ja immer in den Kurven, weißt du? Hm. Weil ich hatte gerade Glück mit Kwiat, dass er quasi neben mir rausgekommen ist und ich war schneller. Ja, das hatte ich gerade mit Palma. Ja. Ja, jetzt hier müssen und Hülkenberg. Aktuelle behalten. Nein, Van Dorn, du Idiot! Oh, jetzt blockiert er mich! Ich hinter den Piss, oder? Nein. Er hat so gebremst, ich habe auch gebremst, bin in ihm reingerutscht. Mein Frontflügel hat ein bisschen was abbekommen und dann fährt er so, dass er mein Hinterraden blockiert und ich werde halb gedreht schon fast wieder. Ja, geil. Weißt, anstatt dass die einfach zur Seite fahren und mich überholen lassen. Das stimmt, der wäre alt, was du. Das wäre so festig. Danke. Ich habe aber auch noch keinen bekommen auf der auf dieser langen Geraden. Kriegt ihr alle immer in den Kurven. Richtig bad luck. Ja. Achtung, Achtung, was ist passiert? Gelbe Flagge. Da steht einer mit dem Seitenstreifen. Ganz weit weg. So, da habe ich den nächsten direkt vor mir wieder. An der bescheuerten Stelle wieder vom Gesamten. So, brav, der lässt mich vorbei. Gott, leck. Aber 50% ist echt gut. Ich sehe die ganze nur blaue Punkte auf der Map. Ja, ich auch. Aber Hamilton ist vor mir.
Yay, ich habe endlich einmal auf der langen Geraden überholt. Hamilton ist nur 9. Und prügelt sich gerade mit dem Wasser. Das ist wieder vorbei, Wasser. Haben wir eigentlich lieber auf Ideallinie zu überholt zu werden oder? Ah, ja, das ist glaube ich egal. Okay, wir haben gelb hier. Gelb, ja, grün, hab, grün, gelb. Mein Arsch verloren. Ich habe keinen Front mehr. Oh. Das ist scheiße. Status Report. Ach nee, ey! Was passiert? Ich hab nochmal eine Strafe bekommen. Irgendwie hat mir Max sein... Oh, nein! Weißt du, der bleibt an der blödsten Stelle, nämlich in der ersten Kurve so stehen, dass ich nicht die Ideal nehmen kann und fädelt natürlich mit dem Reifen ein. Geil. Aber zum Glück nur eingefädelt. Hast du noch einen Stopp? Ja, ja, einen habe ich noch. Hat sie die Reifen kalt oder was? Nee, die sind wohl warm. Gutschicht irgendwo. Überrunde jetzt Massa, das ist der 8. Zum Glück kommen da nicht mehr ganz so viele, die man überrunden muss. Alonso. Ah, weiter Massa, fahr durch die Kurve und lass mich danach vorbei. Nein, er gibt natürlich Vollgas. Okay, ist jetzt noch nicht vorbei. Kwiat, was schleicht er denn hier rum? Ja, ging mir teilweise bei manchen auch so. Ja, also, der ist wirklich geschlichen, der ist vielleicht 100 gefahren oder so. Bestimmt einen Unfall gehabt. Wagen vor mir. 15 Sekunden sind's. Ja. Also Boxenstopp muss ich machen, dann habe ich 6 Sekunden, also ja. Easy. Also du machst nochmal einen Unfall. Du kannst sagen, der Rennen ist noch nicht vorbei. So, Van Dorn, du Holländer. So, jetzt habe ich wieder freie Strecke. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Oh, jetzt habe ich gerade geschlafen, ey, das war knapp. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 14,9 Sekunden.
Irgendwer ist einer gerade hier. Ah ja, der kriecht ja wirklich. Der ist auf der Startziel, pass auf. Der quert, oder? Ja, der kriegt wahrscheinlich wieder so einer mit Reifenschaden. Hatte ich letztens, der Grosjean hat den Reifenschaden und ist gefühlt 5 Runden weitergefahren. Nice. Voll worth, ey. Naja. Ja, genau, VP ideal hier, ja, schon. Kann man ja sehen, ob der gleich immer noch rumkriecht oder ob er reingefahren ist. Nein, ich kann nicht auf Mission 2 jetzt machen. Ja, es ist aktiv, ne? Ja, ja. Ich glaube, Kwiat war in der Box. Irgendwas ist in die Box gefallen, ja. Nee, Hamilton war es. Hamilton war in der Box. Ich blick's nicht. Was denn? Ich bremse, okay, meine Reifen sind schon ein bisschen verbraucht, aber ich bremse und roll weiter wie noch was. Ist ganz weird. Bremse jetzt extra sogar schon früher, also. Wo habe ich denn jetzt DRS plötzlich her? Vielleicht von überrundeten? Den du vor der Kurve überrundet hast, weil der DRS-Punkt vor der Kurve ist? Kann sein. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Ich blick's nicht. Schon wieder? Ja, ja. Vielleicht drückst du den Button nicht ganz rein. Ich drück den total rein. Wir tun ja die Finger sogar schon weh. Jeder weiß doch, je stärker du drückst, desto besser bremst du. Ich brauche ein Lenkrad. Oh, ich komme gar nicht so weit hinter dir raus, wie ich zuerst gedacht habe. Nee. Oh, scheiße, ich will vor den beiden rauskommen. Will vor den beiden Autos rauskommen. Ich glaube ich an Alonso. Also, ja. Oh, du ganz knapp. Rad am Rad, ey.
bin so froh, dass es nicht regnet. Oh, wer ist denn jetzt hier vor mir? Wow! Was habe ich denn mit dieser ersten Kurve? Herz. Und 100. Ah, das klar. Da hat jemand irgendwas verloren. Alter Tonic. Und wo? Wie kaputt bist du? Bitte was? Oder hast dich nur gedreht? Leichter Beschädigung. Leichter Beschädigung. Der blöde Hotschon, ey. Ich bin einfach recht in die Halle. Boah, so Tonix, was machst du denn da? Oh, der hat doch Platz gemacht, alles cool. Echt? Hat der Platz gemacht? Extra weit außen angefahren. Sonst wäre ich da auch nicht vorbeigefahren. Oh, Paris. Oh, keine Probleme. Sag bloß, ich krieg den jetzt in der Kurve. Oh Gott. Klebst mir am Arsch, ne? Oh, die hab ich schon zu gehen. Noch mehr Zeitstrafe, also ist es vollkommen egal. Wo willst du denn hin? Jetzt ist mein Frontflügel vorne links auch noch weg, weil ich gegen jemand gefahren bin. Hat dir doch Platz gelassen. Ich wollte zu viel.
Jemand, Alter, nicht zu viel. Der dritte ist einfach eine Minute weiter. Liegen hier immer Blätter in der Kurve oder was ist das? Ja, da haben sie Blätter in die Kurve. Haben sie schön symbolisch gestaltet. Das lief auf jeden Fall besser als das letzte Rennen für dich, wa? Ja! Oh, voll verbremst, ey. Noch eine Fahrbahn. Ach komm, noch eine Strafe. Vielleicht werde ich noch disqualifiziert. Boah, das wäre hart. Der Funkmann hat mir gerade gesagt, der Wagen vor uns hat einen kaputten Frontflügel. Ich habe einen kaputten Frontflügel auf jeden Fall, also sehr stark beschädigt. Oh Gott. Das wär's jetzt noch. Einmal so richtig schön in die World of Champions. Weil die ein bisschen zu stark schneiden, und ich glaube ich voll aufgesetzt oben unter. Oh. Oh. Was? Gar keinen mehr? Gar keinen mehr. Scheiße. Irgendwie bin ich hier, ich habe gedacht, du wärst schon vorbei, bin zu früh rübergezogen. Nee, ach fuck. Gegen deinen Reifen und dann in die Watt. Komme ich gar nicht so durch, ey. So, das hängt jetzt ganz davon ab, wie mit meinen Zeitstrafen. Zweiter. Jawohl. Ja, ich habe knapp noch geschafft wahrscheinlich. Ja, du hast keine Strafe. Ich habe nur Verwarnung gekriegt. Das spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber es war aber noch spannend bis zum Schluss. Ja, das war gut. Das war ein gutes Rennen. Ich habe hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Das wollte ich mir die Zeit aber anschauen. So, wie viel sind's denn? Oh, 9 Sekunden hatte ich, ja. Stimmt. 9 Sekunden drauf. Ja.
Eine Sekunde sozusagen hat mir gefehlt auf dich.